Letzte Generation, sind das eigentlich Aktivisten oder Kriminelle, die zum Beispiel sich da am Flughafen auf der Rollbahn festgeklebt haben? Ich stehe zu den Aktionen der letzten Generation sehr kritisch, habe mich auch in der Presse dazu immer geäußert. Logischerweise wird in der grünen Welt das Thema sehr kontrovers diskutiert. Was ich absolut ablehne, ist, diese Aktivistinnen als Kriminelle zu bezeichnen. Es sind keine Kriminelle, es sind Aktivistinnen. Sie wählen Mittel, die ich nicht teile, die ich selber nicht wählen würde, die ich persönlich ablehne, so wie viele Grüne das machen. Und die auch nicht zielführend sind, weil sie keinen unmittelbaren örtlichen Bezug zu dem Problem haben. Also zum Beispiel früher, als wir als Grüne gegen, da war ich noch gar nicht Mitglied und zum Teil nicht geboren, gegen Atomtransporte transportiert haben, da sind wir, haben wir uns an die Gleise gekettet. Da war ein Bezug zu dem Ort da. Aber sich jetzt einfach auf dem Flughafen oder auf eine Straße zu kleben, ich glaube, das vergiftet den Diskurs. Was wir brauchen, wenn wir Klimaschutz machen wollen, das sind politische Mehrheiten. So, und jetzt stelle ich denen die Frage: Führen diese Aktionen dazu, dass wir politische Mehrheiten bekommen? Nein, führen sie nicht. Sie verhindern politische Mehrheiten. Und deswegen sage ich diesen Aktivistinnen: Hört bitte mit dieser Art des Protestes auf. Es ist der berühmte Bärendienst. Es hilft uns nicht dabei, Klimaschutz wirksam zu machen. Dominik Lorenzen, ich danke Ihnen für das Gespräch.